Hallo und willkommen zur 71. Woche von Transcrowds. Diese Woche mit dem Thema Trans-Stammtische. Und ich kann leider auch nicht viel dazu sagen, weil ich auch noch nie bei einem Trans-Stammtisch war. Und ich weiß eigentlich gar nicht wieso irgendwie. Ich habe, ja, wie der Julian auch gesagt hat, mir ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Aber ich weiß, dass es hier in Wien einen gibt. Und ich immer einen Café oder einer Bar oder sowas treffen. Und ich wollte zum Beispiel im Jänner wollte ich eigentlich hingehen. Da konnte ich nachher auch nicht und irgendwie ärgert es mich eigentlich, weil ich so noch nie one-on-one mit einem anderen Transmann geredet habe. Und ich mir eigentlich schon denke, eigentlich komisch, ne? Man immer geht alles übers Internet, und nicht, dass das schlecht ist, natürlich das hier nicht machen. Also natürlich auch nett, mal jemanden so persönlich kennenzulernen. Und ja, also ich glaube, wenn jetzt mal der ganze Schulstress vorbei ist, dann schaue ich wirklich einmal hin. Einfach nur, um die Erfahrung zu machen, wirklich auch persönlich mal andere Transmänner kennenzulernen. Und weil ich glaube ich auch, weil es glaube ich auch sehr gut ist, einfach so vom Informationsaustausch her. Weil wie gesagt, eben wenn das in Wien ist, dann sind das wahrscheinlich auch Leute aus Wien und Wien-Umgebung. Und die kennen sicher auch ein paar Ärzte und haben da sicher auch ihre Erfahrungen gemacht. Ich stelle mir einfach vor, weil das eben jetzt auch die Phase kommt, wo ich die OPs und so weiter mache, dass ich mir einfach ein paar Tipps hole. Ist glaube ich ganz gut, wenn man da direkt Leute kennt, die was genau bei dem Arzt, genau in dem Krankenhaus schon die gleiche OP hatten. Also ich glaube, wenn das dann soweit ist, dann werde ich mich da auf jeden Fall vorbereiten und davor mal hinschauen und mir für die OP ein paar Tipps holen. Und ja, bin eigentlich wirklich dankbar, dass es sowas gibt. Also, obwohl ich jetzt noch nie dort war, mir taugt es einfach, dass es die Möglichkeit gibt, dass man ja einfach einen Platz hat, wo man das Gefühl hat, wirklich da voll und ganz verstanden zu werden. Ja, also leider war ich noch nie da, aber ich würde gerne mal hinschauen. Wie der Julian gesagt hat, bei unserem Forum gibt es eben eine eigene Unterkategorie für Stammtische, wo sich das nächste Mal treffen. Ja, in Wien gibt es eben einen. Und wenn ihr euch da mal informieren wollt, ihr findet das sicher. Also unter ftmportal.com, glaube ich. Ja, vielleicht sehen wir uns mal dort. Gut, und das war's für mich diese Woche und wir sehen uns nächsten Donnerstag, Leute. Ciao.